Hallo und herzlich willkommen bei Prince of Persia, Folge Nummer 11. Wir lassen uns mal von Elika jetzt anzeigen, wo wir hin müssen. Wir müssen hier wahrscheinlich über diese Rutschbahnen drüber. Sie hat gesagt, wir müssen außen rum, um an die Platten heranzukommen. Also vermute ich mal, dass wir... rutschen wir mal durch die Gegend, hä? Und schauen, wo es uns hinführt. Und Sprung. Und Sprung. Und Elika! Wow, das war knapp. Warum sollte Ahriman Windmühlen bauen lassen? Hat er nicht. Die waren vor ihm hier. Okay, Windmühlen angeblich. Wo sind denn hier Windmühlen, bitte? Hier oben sind Windmühlen. Und da müssen wir auch hin. Die sehen nicht aus, als wären sie 1000 Jahre alt. Nach Ahrimans Niederlage haben die Ahura sie wieder aufgebaut. Seitdem haben sie uns mit Nahrung versorgt. Oh, das sieht ja schön aus. Da hinten ist das geheilte, fruchtbare Gebiet, das wir hinterlassen haben. Das ist ja cool. Das sieht ja schön aus. Lass dich nieder. Finde eine Frau. Abenteuer sind gefährlich. Meine Mutter hatte wohl doch recht. Okay. Jetzt müssen wir hier irgendwie an die Ringe ran. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das von hier aus kann. Nee, ich glaube, hier lang muss ich... an die Wand muss ich. Na, sorry, Elika. Ich muss hier an die Wand springen. Und dann zum nächsten. Genau. Nein, da will ich nicht hin. Da will ich hin. Einmal verlängern. Zweimal verlängern. Wenn ihr euch schnell bewegt, könnt ihr verhindern, dass der Feind erscheint. Ich glaube, da kann ich nichts verhindern. Hallo, du schon wieder. Ihr seid! Ei, zu langsam. Komm her, du. Oh, da ist ein Geländer, da kann ich ihn gar nicht runterschmeißen. Muss ich ihn auf herkömmlichem Wege erledigen, oder was? Oh, der hat aber eine Reichweite. Aua. Für Ormast. Für Ormast. Au. Ich hab... Den habe ich klassisch erlegt. Uff. Das war aber auch heftig. Hier gibt's genug Abenteuer für ein ganzes Leben. Allerdings. Ich finde das schön, dass dieses geheilte Gebiet da hinten. Okay, Elika. Ich fürchte, du sagst mir jetzt, dass ich da zu dieser wabernden Masse hin muss. Welche Richtung, Elika? Nein. Ich muss da zurück. What? Oh, ich bin schon dran vorbei. Der wäre noch gar nicht dran gewesen, der Bursche. Naja, es ist nie zu früh. Ach, hier müssen wir wahrscheinlich hin. Ach, das habe ich nicht geschnallt. Ich bin hier weitergelaufen. Wahrscheinlich muss ich hier über diese Fahnenmasten. Naja, okay. Okay. Und dann denke ich mal, dass ich hier auch weiter muss. Und da ist ein Ring, da muss ich dann da hoch. War ich da nicht schon? Oh no, da hätte ich Elika gebraucht. Da unten ging es auch irgendwie weiter. Wahrscheinlich wird das dann wichtig, wenn wir die Lichtkeime sammeln wollen. Jetzt nochmal Elika, wo muss ich hin?
Ich muss da rauf und dann da weiter. Ach, und darüber. An die Kraftplatte hin. Ah. So. Diesmal mit Elikas Hilfe. Und verlängern. Jawohl, da oben bin ich. Ach, hier muss ich hin. Okay, okay. Sag das doch gleich. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Und weiter geht's. Boah, jetzt aber. Oh. Aha. Huh. Wisst ihr, ich habe auch schon überlegt, mich als Müller niederzulassen. Wirklich? Seid ihr verrückt? Wie langweilig wäre das denn? Ich musste 200 Jahre zu spät herkommen. Oh, das ist cool. Die Sprüche von ihm sind schon sehr, sehr nett. Oh, und da bewegt sich da. Wahrscheinlich sind das die Räder für die Windräder. Ah, okay. Die Kraftplatten liegen hinter den Zahnrädern da oben. Mhm, das habe ich auch gesehen. Und jetzt? Haltet an und drückt LT, um mit Edika zu sprechen. Winden und Räder, Räder und Winden. Können wir nicht einfach irgendwas kaputt hauen? Warum dreht ihr nicht einfach die Winden? Ich soll die Winden drehen. Ach, diese Winden hier. Muss das so kompliziert sein? Ich glaube, ein Rad bewegt den Mühlstein und das andere bestimmt, wie fein das Mehl gemahlen wird. Ist Mehl jetzt von Bedeutung? Ich glaube, die rechte bewegt die Zahnräder. Die andere ist für das Timing. Für das Timing. Da, es bewegt sich. Wir brauchen nur ein bisschen Geduld. Okay. Gut, bin bereit. Ach je. Lass mal los. Und was macht die andere Winde? Jetzt drehen! Da oben blaue Pfeile. Könnt ihr mir helfen? Rote Pfeile. Hä? Ganz verstehe ich es nicht. Was passiert jetzt, wenn ich da hochgehe? Nix, weil die andere noch nicht da ist. Ups. Na, mach schon. Jetzt da. Schauen wir mal, ob sich da was ändert. Ich bin bereit. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich. Oh, ein tolles Rätsel. Okay. Puh. Das wird sowas, wo ich dann wahrscheinlich ewig dran rumprobieren muss. Elika, hilfst du mir mal? Ah, jetzt. Ja. Ja, noch nicht ganz. Sehen wir sie. So, es heißt, ich muss... Sie. Ah, no. Ja. Nochmal. So. Ich denke, jetzt dreht sich eben bloß die eine hier. Elika? Jetzt ja. Okay. Das ist gar nicht so einfach für mich. Wir müssen jetzt praktisch diese Teile entsprechend so platzieren, dass die vom Abstand her zu diesen Kraftplatten ungefähr gleich sind. Zum Beispiel jetzt, wenn wir die rechte anschauen, das ist gegenüber.
Und ich müsste das jetzt irgendwie hinkriegen, dass die beide zum Beispiel gegenüber sind. Und dann könnte ich die beide... Jetzt drehen! Beide synchron praktisch. Helika. Helika. Nochmal. Kann ich mir helfen? Ja, komm. Gut, drehen. Schwierig, schwierig. Nochmal drehen. Okay. Oh, es ist aber schlecht, dass Elika immer so lange braucht, bis sie da rüberkommt. Ich glaube, es ist auch nicht immer der gleiche... Abstand, der da gedreht wird, abhängig davon, ob beide sich drehen oder nur einer. Sind die Pfeile da oben eigentlich immer gleich? Links rot, rechts blau. Beide blau. Ach nee, das ist sogar noch komplizierter. Oh wei. Da dreht sich nur einer. Ah, sorry. Dreh dich doch richtig rum. Dann halt so rum. Okay, beide. Aber jetzt... Okay. Oh nee, das kriege ich bloß durch Ausprobieren raus. Okay, der eine dreht sich nicht so weit und der andere dreht sich aber weit so in der Richtung. Da kann man das verstehen, glaube ich. Gut, bin bereit. Jetzt drehen sich beide. Nein, nein, das wollte ich nicht. So wollte ich's. Komm schon, Elika. Dreh mit mir, Elika. Komm schon, dreh mit mir. So. Und wenn ich jetzt den Modus Rot und Blau herstelle, vielleicht klappt das ja dann. Blau und Blau? Rot und Blau. Gucken wir doch mal. Vielleicht geht das ja jetzt. Weil zwei kleine Steps auf der rechten Seite und zwei große Steps auf der linken Seite. Vielleicht ist ja das das... Jetzt drehen! Haha, das sieht gut aus. Jetzt muss ich wieder beide auf blau stellen. Also auf kleine Entfernung drehen. Genau. Und wenn diese kleine Entfernung drehen, jetzt bedeutet, dass es nur um einen Zacken weitergeht, dann habe ich Glück gehabt. Gut. Nee, heißt es nicht. Weil die sich nämlich nicht in die gleiche Richtung drehen. Okay. Dann machen wir jetzt mal nur rot. Genau, den da. Komm, Elika. Elika, hilf mir. Und wenn ich jetzt aber beide wieder auf blau stelle, Helika, komm! Wie immer brauche ich deine Hilfe. Nee, ne? Ist das mies. Ja, Leute. Ich krieg das Rätsel in dieser Folge nicht gebacken. Wir werden uns da nächste Folge auch noch damit begnügen oder vergnügen. Bis dann. Ciao.